Stöcke findet man eh haufenweise. Warum sind wir eigentlich so kaputt? Getting tired. Ist mir ernsthaft, warum sind wir so erschöpft? Wahrscheinlich, weil ich gerade so rumgerannt bin. Huch, ich sollte mein Mikro nicht umwerfen. So. Tired. Das hältst du noch aus. Aber schlafen müssen wir trotzdem. Das Gemeine ist ja, wenn wir ausgehungert sind, sinkt unsere Ausdauer um bis zu 50%. And I could eat anything. Vielleicht esse ich einfach gleich mal ein bisschen was und schlaf dann noch mal ein bisschen. Eine Tasse Kräutertee trinken oder so. Jetzt sind wir auch noch dehydriert. You know that guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right about now. Zum Thema eigenen Urin trinken, macht's besser nicht. Weil spätestens dann, wenn ihr dehydriert seid, dann werden eure Nieren auch deutlich weniger deutlich mehr Salze ausscheiden. Und ja, dann. Und ihr trinkt dann auch noch, wenn ihr den salzigen Urin dann auch noch trinkt, wird euer Körper den Geist aufgeben. Das könnt ihr nur mit eurem Urin machen, bevor ihr anfangt zu dehydrieren. Damn it. So hungry. Bei den anderen geht das halt einfach nicht mehr. So, den gare ich jetzt zu Ende. Wäre natürlich schlauer gewesen, wenn ich das irgendwo drin gemacht habe, aber ich habe ja bloß in der Quonset-Gar-Station, glaube ich, einen Kamin. Zumindest nur an wenig Stellen. Ich habe das Gefühl, dass es hier relativ wenig zu essen gibt. Darum wird die Sache mit der Nahrung wahrscheinlich eine Herausforderung. Ich koche jetzt nochmal alles Wasser. Ich laufe jetzt einfach erschöpft rum, ehrlich gesagt. Rennen geht ja jetzt nicht mehr. Dann laufe ich halt erschöpft rum, ist ja eigentlich egal. Ich glaube, wenn wir erschöpft sind, sind wir um einiges langsamer. Okay, ich krieg jetzt wirklich nicht viel hin, weil ich gerade gelesen habe, dass ich wahrscheinlich demnächst auch wieder aufhören muss aufnehmen. Vielleicht sind es 3 Folgen, wenn ich Glück habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich die rendern kann, bevor ich in Urlaub, bevor ich weggehe. Weil ich habe dann bloß noch heute und morgen. Und dann bin ich tatsächlich schon weg und dann komme ich erst Sonntag wieder. Vielleicht kommt auch die kommt am Freitag noch diese Folge jetzt und die nächste dann erst am Sonntag. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ihr werdet ja sehen, wann diese Folge die erste rauskommt. Okay, dass ich euch das jetzt sage, ist wahrscheinlich vollkommen witzlos, weil ihr werdet schon gemerkt haben, zumindest die, die tatsächlich regelmäßig schauen, dass eine Folge fehlt. Das ist Survival in seiner übelsten Form. Das Gemeine am echten Survival ist natürlich, die meisten Leute kriegen einen Entzug, wenn sie in die Wildnis gehen. Weil wir sind ziemlich verwöhnt von dem ganzen Zucker, was wir kriegen. Der Verzehr von Zucker macht uns tatsächlich aggressiv. Wer viel Zucker isst, wird aggressiver und wer sich wenig bewegt, auch. Und in der Wildnis gibt es deutlich weniger Zucker. Also Nutella hat unglaublich viel Fett und Zucker. Sowas findet in der Natur garantiert nicht. Ja. Die meisten, die das erste Mal bei so einem Survival-Ding mitmachen, auch wenn sie einen Führer haben, die werden dann meistens aggressiv, weil sie einen Zuckerentzug erstmal machen. Ehrlich gesagt, ich habe mir auch schon angewöhnt, deutlich weniger Zucker zu essen, weil Zucker ist mit Krankmacher Nummer 1 mit. Es gibt noch Sachen, die sind schlimmer. Tatsächlich ist Salz auch sehr, sehr schlimm.
Wir essen viel zu viel Salz. Salz ist zwar auch lebenswichtig, aber wir essen einfach meistens zu viel Salz. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, Suppen und sowas weniger mit Salz, sondern mit Gewürzen zu würzen. Vor allem in Fertig... Es ist ja auch Zucker in allen möglichen Sachen versteckt. Wenn ihr euch Maggi oder Knorr holt, diese Fertigsachen, Suppen, alles, da ist Unmengen Zucker drin immer. Hey, Hasen gibt's auf jeden Fall. Und zwar machen die Unternehmen so viel Zucker rein, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, bis kurz vor dem Punkt, wo es anfängt süß zu schmecken, damit ihr mehr davon esst und dass es euch besser schmeckt. Da oben ist ein Haus. Ach, ist ein Stein. Ich schaue mir jetzt trotzdem die ganzen Rohrkolbenpflanzen hier, wenn ich ehrlich bin, will. Sehe ich nicht ein, auf die zu verzichten. Vielleicht muss ich demnächst tatsächlich mal wir haben schon den ganzen Tag verschwendet. Wir haben noch effektiv nicht viel geschafft, wenn ich ehrlich bin. Und mir bereitet gerade diese ganze Situation hier ein bisschen Kopfzerbrechen, wenn ich ehrlich bin. Obwohl, auf der Haseninsel müsste ich ja eigentlich... Obwohl, ich kriege ja auch keine Gedärme. Ich brauche Gedärme, damit ich die Hasenfallen machen kann. Die Hasenfallen waren eigentlich relativ gut. Die haben uns im normalen Spiel ziemlich lange über Wasser gehalten. Aber wenn werde ich das dann auf Jackrabbit Island machen? Habe ich hier nicht gerade irgendwo ein Haus gesehen? Ich schwöre, dass hier oben ein Haus war. Und seht ihr, wie langsam wir erst sterben von dem Verhungern? Vielleicht finde ich auch so hier oben irgendwas. Außer eine Windstille. Oh, guck mal. Da ist ein Bug. Grafikbug. Beziehungsweise Baum im anderen. Oh, ist doch ein Haus hier. Kaninchenhain. Zedernast. 45 Minuten. Dann habe ich schon mal Zedernholz. Ja, dann verfriere ich halt. Wie wir da sehen, Zunder gibt es in Höhle und Fülle. Ach, sehr ruhig. Jammern tun beide sehr gut. Ich weiß echt nicht, ob es einen Unterschied macht, wer von welchem von beiden wir nehmen, ob wir Mann oder Frau nehmen. Oh, uns geht's gerade richtig schlecht. Also wenn noch Dehydration dazukommt, haben wir maximale Lebensverlust nach Wolf- und Bärangriff. Wolf tötet euch natürlich schneller als der Bär, weil der Bär greift euch zwar einmal an, wenn ihr aber über 90% Leben habt, lebt ihr noch und der Wolf tötet euch in der Zeit. Schön, wie viele Kaninchen es hier gibt. So, mal sehen, ob wir jetzt hier drin ein bisschen aufwärmen können. Auf jeden Fall gibt es hier was zu essen. Oh, wir kriegen immer noch, wir haben immer noch weniger Temperatur, das ist ja gemein. Komme ich hier rein? Natürlich nicht. Oh, wie gemein. Ich habe wieder keine Brechstange. Ich trinke jetzt erstmal einen Tee oder irgendwas und dann... werde auf jeden Fall das Hundefutter essen. Das ist eh schon fast kaputt. Natürlich werde ich den Dosenöffner verwenden und nicht die Dose aufschlagen. Geht es überhaupt noch, Dose aufschlagen? Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Plus 6 Grad. Schlaf mal 8 Stunden.
Ich sollte erst mal gucken, wie es uns geht. Ausgetrocknet und verhungernd. Ja, ja, ist okay. Schlaf mal nochmal, bis du voll bist. Ja. Die zerschläfst du nochmal. Kann ich im Dunkeln eigentlich auch die Regale zerstören? Tatsache. Gott, macht uns das fertig. Wahrscheinlich, weil wir ausgehungert sind. Also als Mann macht den das, glaube ich, nicht so kaputt. Wie viel haben wir denn schon? Unser Stamina wird gefressen. 17. Wie viel brauche ich? Altholz 30. I find something to eat. Klappe. Ich hol lieber unten dann noch irgendwo was. Ich glaube, das hat keinen Sinn, wenn ich jetzt hier anfange, Sachen zu sagen, weil wir sehen schon, das ist nicht unbedingt förderlich. So. Die sind wahrscheinlich immer noch kaputt. Aber es ist ein bisschen besser. Ich glaube, ich hätte einen Mann nehmen sollen, der kann... Ich habe das Gefühl, die Männer können deutlich besser Kleinholz machen. Also dem Mann schadet das nicht so, wenn ich das gemacht habe. Okay. Jetzt geht's den Umständen entsprechend. Wir sind überladen, weil... weil wir einfach kaputt sind. Ich gehe jetzt mal auf die Straße runter und dann... I would eat anything right now. Ich weiß. Gehen jetzt noch runter bis zur Straße und die Straße gehen wir dann ein Stück hoch. Und dann werde ich in dem ersten Haus, was ich dann finde, erstmal ein bisschen abladen und dann werden wir anfangen, Zeug zu transportieren und dann haben wir die Stellen hier hinten auch schon erledigt. Wo ich die Gewehrpatronen herkriegen kann, das weiß ich immer noch nicht. Wir merken uns mal dieses Haus hier vor. Für den Fall, dass ich doch nochmal her muss mit dem Brecheisen. Ich rechne damit. Ach ja, hier ist ja dieser Campingplatz. Wo es auch ein totes Reh gibt. Das lasse ich es mir liegen. Ne, ich nehme alles mit, was ich kann. Das wäre blöd, das liegen zu lassen, glaube ich, weil ich nicht unbedingt nochmal herkommen muss. Vielleicht. Und das ist echt viel Fleisch und damit kann ich eine Zeit lang leben. Natürlich. Ach, die kann... Also ich habe echt das Gefühl, die Frau ist ein bisschen unfähig. Oh, guck mal, ein Beil. Kann ich das Schlechtere dann in der Gasstation lassen? Aber die ist ja wegen allem sofort erschöpft, habe ich das Gefühl. So. Ich gucke nochmal, ob hier noch irgendwo einer liegt. Da liegt auf jeden Fall ein Rucksack. Vielleicht finden wir auch den passenden Menschen zu diesem Rucksack. Wir könnten jetzt natürlich hier die ganzen Bäume noch... Oh, Spitzenpfirsiche. Die nehme ich gern. Und das nehme ich auch. Stöcke lasse ich jetzt einfach mal liegen. Bis auf Durst haben wir natürlich wieder alles schön, was uns kaputt macht. Nein, das musst du jetzt alles mitschleppen. Bis zum nächsten Haus. Tut mir leid, anders geht's nicht, das muss so sein.